Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy. Ich habe einen Co-Kommentator, ich hab's euch versprochen. Letzten Part. Hast du nicht? Doch, habe ich. Und zwar den Freddy, der letzten Part ein bisschen Fame abgreifen wollte. Ja, natürlich. Ich wollte Jörg als Abonnenten gewinnen, das ist mir auch gelungen. Ja. Hi Jörg. Hi Jörg. Und wir spielen jetzt den zweiten Ding von Rapture. Ich starte jetzt den Timer und ich verkacke eh komplett. Ja, wir nehmen Meat Boy. Nicht die dumme Hap-Crap. Was zum... Was ist das? Das bin ich. Ihh, das schießt mich weg! Wie sieht denn das aus? Hat das Augen? Wenn es Augen hat, muss es in die Augen schießen. Es hat keine Augen. Ja, siehst du? Dann musst du wegrennen. Nee, das schießt mich so weg. Also das lässt mich hochfliegen. Das ist wie so ein Antimagnet. Antimagnet? Wie heißt denn das? Wegstoßteil. Das heißt professionell Wegstoßteil. Vertrau mir, ich bin Techniker, Informatiker und ich habe absolut keine Ahnung von meinen ganzen Themen. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber ich bin Fuchs und ich bin Profi. Ach, ich hasse Meat Boy übrigens. Wow, sorry. Nein! Ho, 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 jo. Schleck. Nein, 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 nein. Ho. Nicht rennen, Meat Boy. So ein Hurensohn. Boah, ich hab's geschafft. Dritter Versuch. Das Level, oder? Ja. Vierter Versuch. Vierter Versuch. Hashtag läuft, man soll das Level in 2 Sekunden schaffen. Hast du es in 2 Sekunden geschafft? Zählen 20 auch? Ja. Dann ja. Was ist das? Ich kann das übrigens nicht sehen, weil eine gewisse Person kein Internet hat und deshalb keine Übertragung machen möchte. Okay. Das verwirrt mich extrem. Okay, das verwirrt mich wirklich sehr extrem. Was? Diese Magnetdinger, also diese Antimagnetdinger. Wegstoßteile. Ja, genau. Das ist der Swiss Army spielt übrigens Metro Last Light. Soll ich auch machen. Hast du's? Ja. Woher? Wir sind gekauft. Alter, ich habe richtig viel Geld auf dem Steam-Sale ausgegeben. Ich auch. Ich habe so alle Spiele gekauft. Ich auch. Ich habe so mindestens 3-mal so viel ausgegeben wie du. Oh, ist das schwer, Alter. Ich komme hier nicht wieder raus. Wo raus? Aus so einer verwichsten Lücke. Verwichste Lücke, also. Ich will das nicht normal machen, Mann. Bums den Nigger. Nee, das will ich doch nicht machen. Ich hasse dieses Spiel über alles. Welches? Meat Boy. Eigentlich liebst du es, oder? Absolut. Und jetzt in die Richtung und dann... Oh! Puh, da oben ist eine Bandage, die hole ich mir auf jeden Fall nicht. Mach sie bitte. Hol sie. Nein! Bandages und so hole ich vielleicht mal nach... irgendwann, wenn ich dieses Spiel mal durchgespielt habe, also nie. Ich bumse gerade übrigens so meine Tastatur, indem ich den Pfeil nach rechts so in die Tastatur reindrücke, dass ich mich wundert, dass er noch Jungfrau ist. Und drüber und ich bin in die Säge gelaufen. Good job, Björn. Fischi. Okay, man muss dieses Level in einem Run schaffen. Okay. Moment mal. Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Mir schon recht klar. Was soll denn das heißen? Dass du der beste Autofahrer der Welt bist mit dem Stabilmobil? Okay, man muss diese Bandit holen, nur mal so. Man kann ohne die Bandit, glaube ich, nicht das Spiel schaffen. Ach so. Also nein, ja. Ohne die Bandit nicht das Level schaffen, weil man einfach nicht dran vorbeikommt. Ich komme dran vorbei, glaub mal. Okay, dann spiel mal bitte wieder nach Rapture. Okay. Ah, das war mein Stuhl. Also mein Stuhl ist gegen meinen Tisch gegangen. Ich habe mir nicht wehgetan, aber ich habe einfach mein Stuhl A gesagt. Das kommt vielleicht dumm rüber. Standardmäßig, ne? Irgendwas passiert, erstmal Aua sagen. Normal. Wollen wir zum Burger King erst fahren? Mitten in der Aufnahme? Dann kommst du nach der Aufnahme wieder? Ja, wir sind gerade bei Burger King, war schön da. Ach ja. Ich hab's geschafft mit Bandage. Oh, und Grade A. Willst du mich verarschen?
gerade A. Übrigens, das Level speichern, die Wiederholung speichern, ist keine gute Idee. Dann stürzt mein Computer ab. Wieso? Wenn ich das wüsste. Oh, du spielst Super Meat Boy. ich hab den A-Knopf auf der Xbox-Controller gedrückt, das Spiel ist abgestürzt. Das ist doch auch mal was Neues. Ja, irgendwie läuft das Spiel... Ah, Gott! Du spielst hier das Super Meat Boy. Alter, man muss es in einem Run schaffen. Willst du mich verarschen? Das schaffe ich nicht. Fick mich doch, Alter. Bums besser mich doch nicht. Und nenn mich Susi. Besser nicht. Das kommt aus einer Minecraft. Hat irgendeine Bedeutung? Das kommt aus einer Minecraft-Aufnahme mit Jörg. Ja, aber hat das irgendeine Bedeutung vorher gehabt oder hast du einfach nur so erwähnt? Weiß nicht, ich hab's einfach nur so gesagt. Ich komm da nicht lang, Alter. Welches Level in Rapture spielst du? Vier? Oh. Mal gucken, wie viele Level ich in Rapture geschafft habe. Ich hab zwei Level in Rapture geschafft? Welche? Das zweite und das, Na, das dritte. Hab ich geschafft mit Grade A. Das dritte war ja auch richtig einfach, ey. Das zweite habe ich nicht in Grade A geschafft. Alter, was bin ich für ein Mensch? Alter, das ist todesschwer hier! Aua. Mach mal das fünfte. Ich spiel grad das vierte, weil du sagst, da kann ich nicht vorbei in der Säge. Oder was das war. An der Grade A, nein, an der Bandage. Wo ist denn die? Welche spielst du denn jetzt? Das, wo du sofort in so einen Turm nach oben musst? Ja. Nee, das meine ich nicht, da komme ich gerade nicht weiter. Ach. Drei meine ich, da kam ich nicht an der Bandage vorbei, ich wusste zumindest nicht wie. Okay, ich spring zu früh. Es ist übrigens vielleicht nicht gut, dass ich dieses Spiel mit Kommentator spiele, aber Freddy wollte unbedingt ein bisschen Fame abgreifen und hat rumgeheult, dass er... Hier einfach gar nichts zu tun gehabt. Gerade mit dem war so langweilig. Ja, dann muss ja, Schleck, Schleck, oh nein, nein. Aua. Weißt du, da kommt man einmal weiter, dann denkt man sich, ja. Dann fällt man und denkt sich, nein. Wir müssen übrigens mal Minecraft spielen. Also Minecraft auf irgendwelchen lustigen Servern. Bin ich dabei. Das lass bei Dinecraft spielen. Bin ich dabei. Hab mich dafür schon beworben. Was ist das? Du kennst Dinecraft nicht? Nein! Das macht doch... Hä? Wieso sollte man die Bandage brauchen? Ich hab die nicht... Ich konnte da gar nicht vorbei. Hä, du musst einfach drunter vorbeirennen. Ja, da... Hab ich nicht geschafft. Ich hab's eher geschafft, da oben drüber zu rennen und die Bandage verarschen? Zu holen. Als den Rest. Ich komme diesen zweiten Knopf da vorbei, das ist mega nervig. Ogmo wäre super, ich liebe Ogmo. Ich glaube, hab nie mit ihm gespielt. Ogmo ist technisch gesehen der beste Charakter, weil er einfach Super Meat Boy ist, nur ein Behindert. Jetzt mal ernsthaft, wer ist Ogmo? Du kennst Ogmo nicht? Das ist der beste Charakter der Welt, der hat Doppelsprung. Ja, geschafft in 30 Sekunden. Boah, wie lange darf man brauchen? 13! Ja, locker easy. Oh ja, Gott, hier gibt's Knöpfe? Wo? 7? 6. Was ist das für eine Hä? Wie? Da. Man kommt doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie du an die Bench da rangekommen bist. Dein Ernst nicht? Da kommt man doch gar nicht ran mit einem normalen Sprung. Wie redest du aber schon das Level, wo du so Schalter, also so Knöpfe drücken musst und wo dann der Boden hinter dir weggeht? Nein, ne? Nicht das Level, Mann. Bist du eigentlich behindert? Ich war gerade eben bei Level 5, habe ich gesagt. Da war ich in so einem Turm. Da haben wir noch drüber geredet. Das war Level 4. Ja, und das Level davor. Das Level davor? Da bin ich hier an der Bandage vorbeigekommen. Ich schon anscheinend. Also Level 3 meinst du jetzt? Ja, denke mal. Wenn das so ein langer gerader Gang nach rechts ist, wo du so über ein paar Sachen drüber springen musst und unter ein paar Sachen durch, dann schon. Ja, ich bin einfach unten. Ja, ich bin einfach unten reingeflogen. Das hab ich nicht hingekriegt. Noob. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Ich hätte wahrscheinlich eine Stunde gebraucht oder zwei. Nein, man muss diesen Knopf drücken. Willst du mich verarschen?
Ich dachte so, ich bin jetzt voll raffiniert, wenn ich einfach an diesem Knopf vorbeirenne. Meinst du, welcher bist du jetzt? Jetzt das, wo du eben warst mit den Knöpfen. Ich habe jetzt gerade das erste Mal Knöpfe. Es heißt, das Level heißt auch Panic Switch. Das sollte dir eigentlich sagen, dass es Knöpfe sind. Aber wieso spiel ich das Spiel wieder? Ach, dank dir. Ich weiß nicht. Ich weiß ja selbst nicht, warum ich das Spiel spiele. Weil du es liebst. Aber ich bin verdammt gut, Alter. Ist fast so gut wie Kirschi. Wann hat Kirschi nochmal aufgehört? Nein, da ist sie doch schon, die Schlampe. Ich glaube, im Hospital hat er aufgehört. Passt zu ihm. Er gehört auch hin. Oh mein Gott, ich hab's fast geschafft. Was denn? Ja, das Level. Welches? Das, was du spielst. Ah, ich hab's geschafft. Oh, geil. Aber ohne Grade A. Du brauchst 12,5 Sekunden für Grade A. Keine Ahnung, wie viel ich gebraucht habe. Ich glaube, ich habe länger gebraucht. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich hasse dieses Spiel, Alter. Vier, fick dich. Ich hab's wirklich geragequittet. Mir wurde jetzt gerade gesagt, du hast Super Meat Boy gestartet. Nein, ich hab's gerade beendet. Okay, ich hab keine Ahnung, welchen Dingens man da aufmacht, wenn man da hingeht. Geht's echt gerade hoch? Was? Geht's echt gerade hoch? Nein. Okay. Von der Internet wird manchmal einfach besser und manchmal schlechter. Ich schlag gerade eigentlich nicht hoch. Ich spiele Super Hexagon. Ich hasse Super Hexagon übrigens. Ich auch, Mann. Ich kann das nicht spielen, ohne Krebs zu kriegen dabei. Hey, du hast jetzt 9 PC, vielleicht läuft es damit besser. Ich habe übrigens fast 70 Sekunden geschafft im normalen Modus. Bist du jetzt besser als Kirschi? Nein. Also klar bist du besser als Kirschi, aber... Ja, Kirschi hackt doch in dem Spiel irgendwie. Nein! Alter, wie mies ist denn das? Okay, jetzt oh mein Gott, 40 Sekunden, alte 4. Ich hab das noch nie geschafft, so weit zu kommen überhaupt. 40 Sekunden ist so normal für mich jetzt. Ja, 30 Mann. Bis 40 schaffe ich Minimum. Mal gucken, wie gut ich mich jetzt bei meinem neuen Computer schlage. Ich brauche einen neuen Computer, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Und ich habe keinen coolen... Also geht das Let's Play auch weiter? Outro. Ja genau, deshalb geht das Let's Play auch weiter. Habe ich das gestern eigentlich gesagt? Ich glaube nicht. Und du hast keinen coolen Outro? Ja! Oh, geil! Grade A. Ich habe was... Wovon reden Sie? Wer? Sie! Wer? Sie! Wenn Sie Professor, Doktor, 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 Freddy der Boss, Kapitän zur See, Autofahrer, König der Deutschologie, König des Universums und bald Raumfahrer? Ja. Du hast gerade gesagt, aber ich habe keinen coolen Outro. Und dann hast du dich gefreut, dass du das Level geschafft hast. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Wow. Was kann ich denn noch spielen, um deine Aufnahme zu stören? Glaub mal, du kannst meine Aufnahme nicht stören. Die ist schon gestört von mir. Nicht viel Battle Runner. Das kann ich wenigstens nicht. Ich sehe gerade, dass du es nicht spielst. Ich, ach man, dieses Spiel frustriert mich immer so schnell. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt schon nicht mehr. Und ich meine, ich muss noch 6 Minuten. Wow. Kennst du das, wenn man ein Spiel überhaupt nicht mehr spielen will? Ja, okay, von Star Wars. Kennst du das, wenn du ein Spiel spielst und dich freust, dass dein Xbox-Controller direkt erkannt wird und deinen Xbox-Tasten anzeigt? Das sind die schönsten Momente im Leben. Kennst du das, wenn du keinen Xbox-Controller für PC hast? Nee, eigentlich nicht. Shit. Ich brauche echt mal einen Xbox-Controller.
Hol dir halt einen. Ich hätte einen. Hol dir einen Adapter. Was sollte ich tun? Das kostet doch nicht. Nicht. Das kostet alles der Welt. Plus ein bisschen mehr. Wo ist der verwichste Knopf, Junge? Oh, genau! Da ist der Knopf! Hur mir doch ins Gesicht! Hur mir doch ins Gesicht! Ich weiß gar nicht, wie das Spiel geht. The Trip Runner? Das weiß ich auch nicht. Ich hab das, oder? Denke. War bestimmt ein Bundle drin. Übrigens, falls ihr was Schlaues machen wollt, kauft ihr euch ganz viele Spiele in Bundlen. Falls ihr Schlaues machen wollt, gebt mir Geld. Ja, Geld, genau. Mir auch. Oh, ich wurde gerade angerufen. Von mir? Nein, das wäre schön gewesen. Wollt ihr anrufen? Nein. Wieso nicht? Ich mag's nicht. Ich treff diesen scheiß Schlüssel nicht mehr. Oh mein Gott, wie schlecht ich eigentlich bin. Ich auch. Ich habe echt wie Virtual Runner. Vor allem, ich spiele Virtual Runner, Musik spiel und ich habe die Musik ausgestellt. Ich bin beste Entscheidung, ich weiß. Alter, das Spiel meine Augen fertig. Ich kann nicht so schnell mitgucken. Nein! Na, dieser Schlüssel, Alter. Okay, jetzt werde ich zu hektisch. Mir ist gestern mal aufgefallen, ich habe gestern ein Video von German Let's Play geguckt. Ich auch. Das da war meine Kraft, wo ich dachte mir so, okay, das ist ein Spiel, was du mit Freddy spielen musst. Er hat keinerlei Jump'n'Run-Skills. Das wird lustig. Wer hat keiner Jump'n'Run-Skills? Du. Willst mich verarschen, ich habe richtig gute Jump'n'Run-Skills. Seit wann? Seit ich nicht mit Meat Boy spiele. Ach, okay. Naja, aber so schlecht bin ich nicht im Jump'n'Run, also Kishi ist schlecht. Ich treffe diesen Scheiß nicht, dann muss ich das auch mit Kishi spielen. Das ist dieses, ja, so ein Jump'n'Run-Parcours, mehr oder weniger. Ich hab vergessen, wie es heißt. Minecraft. Wahrscheinlich traurigerweise wirklich. Ich hab doch den Checkpoint erobert, wieso bin ich tot? Okay, merke, die Warp-Zone ist scheiße schnell weg. Und ich versuche gar nicht so zu bekommen, das war wieder zu schnell. Ich fürchte, ich schaffe diesen Part nichts mehr. Das kenne ich irgendwoher. Tut mir dann leid für euch, eigentlich überhaupt nicht. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Bitch-Runner-Spieler. Ich meine das ernst, ich bin wirklich schlecht in diesem Spiel. Okay, ich schaff's einfach nicht. Bin ich nicht behindert? Ein bisschen. Achso, danke. Bitte, kurz ein Stück Fanta nehmen. Fanta Korn? Nein, Fanta Orange. Die natürlich frische, spritzige Erfrischung. Ich habe Fanta Orange neben mir, nicht Orange, Mandarine. Danke für 6 Millionen Werbeeinnahmen, Fanta, danke. Coca-Cola. Es verwirrt mich jedes Mal wieder, dass Fanta ein Produkt von Coca-Cola ist. Wieso springst du nicht, Alter 4? Ich spiele ziemlich viele Rhythmusspiele. Nein! Okay, war gute Reaktion. Ich habe einen Rage Quit bei Dingens gemacht, mehr oder weniger. Dass ich auch noch nicht hochgeladen habe, Mann. Bei Super Hexagon. Ja, hast du einen richtigen Rage Quit gemacht. Wir waren richtig sauer auf dich. Wir haben dich da nach 30 Stunden lang noch gedisst. Ja, was man nicht in meinem Video sieht, sondern nur in deren Videos. Wir haben drei ganze Kollabo-Alben gegen dich aufgenommen. Was? Rage Critter 1 bis 3 heißen die. Okay, den Schlüssel kriege ich ja, ne? Aber der nächste. Da scheitere ich da noch dran, Alter. Den kriege ich nicht. Wenn Fisch die 50.000 Abonnenten bekommt, spreche ich gegen eine Wand. Mit Video. Oh Gott, bitte gib mir Abos. Aber in Luftpolster vor dir eingewickelt. Das ist nämlich cool. Hast du davon nicht sogar ein Video? Nein, leider kein Video. Aber es ist passiert. Ich schäme mich nicht dafür. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Gut gemacht. Und das war das letzte Level für diesen Part, weil ich sonst eine Wand schlage. Ihr könnt jetzt aber die Wiederholung sehen. Schaut bei Freddy ran oder so. Oder lasst es bleiben. Ist mir ziemlich egal. Hatet dieses Spiel. Hatet Rage Quits. Hatet Kirschi.
Und verdammte Scheiße nochmal. Miau. Ich bin noch nicht sicher, ob ich dieses Spiel durchspielen werde. Ich muss jetzt noch hochladen. Tschüss, bis dann. Ciao.